Jetzt bin ich nur Mitpassagier, ne? Jetzt, Ja. ja, jetzt habe ich auch kein Survival-Handbuch mehr. Toll, jetzt werde ich Nee. sterben. Toll. Bei den ganzen Kannibalen, du weißt Bescheid, ne? Du bist der Mann, du musst mich beschützen. Selbstverständlich. Oh Gott, Kannibalen, ey, nee. Ja. Ich hier. So. Schön. Mein Gott, ich blute. Jetzt in echt? Nein, hier im Spiel. Gut. Du hast das jetzt gerade so ganz anders gesagt, so, oh, ich blute. Nee. So. Dann bist du das, der hier so rumkrabbelt. Ah. Ja, genau. Lass das Kind los. Ist nicht der arme Mann, der kann nicht krabbeln. Nicht laufen hier, der muss krabbeln. So, ich habe Hunger. Ich brauche was zu essen. Guten Hunger. Da stehst du schon. Oh. Ja. Wie du da stehst, wie so ein Serienkiller, ne? Ey, ohne Scheiß. Du stehst da so mit dieser Axt da so, ey. Oh Gott. Ja. So, funktioniert es denn bei dir? So muss das sein. Hochala. Aber es hackt schon wieder. Es hackt schon wieder. Das kann doch nicht sein. Was habe ich denn hier noch? Wenn was kann ich denn hier noch runterschrauben? Simple. Oh. Hallo. So. Gucken, ob sich das hier irgendwie bessert. Komme ich denn hier wieder hoch? Leertaste. Ich spiele mit Controller. Ach so, ja gut, das. Keine Huch, Ahnung. meine Axt ist weg. Nein. Hä? Ah, springen ist Echt? auf Y. Okay. Aha. Ich probiere mal gerade alle Tasten aus. Ja, probier erstmal alles aus da. Aha, das ist Ducken. Ich kriege meine Axt nicht mehr wieder. Scheiße. Meine Axt. Ich krieg keine Axt nicht. Geh mal, drück mal I. Ach so, ist der Controller. Ja, warte, I. Aha, so. Ich habe ja alles hier liegen. Ach so. Ausrüsten. Ah. Da Okay, ich habe müsste auch jetzt. die Axt bei sein, ne? Ich habe schon wieder. Ich bin. Ah, supi. Danke. Wunderbar, wunderbar, kein Problem. Wunderbar. Ja gut, fangst du an? Ja, so. Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu The Forest. Heute wieder mit dem lieben SAF Gaming. Und ja, wir versuchen einfach mal zu überleben. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play The Forest im Multiplayer-Projekt mit der Sweet Zaya. Und wir versuchen natürlich hier zu überleben, wie schon gesagt. Als erstes werden wir gucken, dass wir uns im Bereich des Sees oder Flusses aufhalten, weil Wasser ist das Oberste, was wir hier brauchen. Da, du kennst das Spiel ja noch nicht, ne? Ich kenne gar nichts. Gut. Im Prinzip, wir machen jetzt erstmal die Köfferchen hier auf, weil da sind immer so ein paar. Ja, Sachen drin, so wie hier zum Beispiel Medikamente oder Stoff sind da drin. Einfach auf den Koffer hauen mit der Axt. Ich sehe überhaupt keine Koffer, wenn ich ehrlich Guck bin. mal, hier sind welche. Wo, 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 wo? Jo, 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 jo. Warte, warte, Und bitte, bitte. nebenbei siehst du auch so Stöcker, die kannst du einsammeln. Du hast nur eine begrenzte Kapazität im Rucksack. Aber nimm so viel mit, wie du kriegen kannst. Hier ist auch noch ein Köfferchen. Den kannst du noch öffnen. Da liegt auch noch ein Stöckchen. Und Steine kannst du auch noch mit einsammeln. Ist das alles wichtig, ne? Genau, ja, klar. Steine ist halt zum Beispiel wichtig auch für unsere Mauer. Dass wir die uns bauen können nachher. Huch, was habe Und ich die denn jetzt? Stöcker, die brauchst du auch zum Bauen. Zum Bauen, da kannst du, wenn du B drücken tust, dann hast du dein Survival-Handbuch. Das, was du ja am Flugzeug auch schon da gesehen hast. Okay, oh, Und da kannst du gucken halt, dass du ein Lagerfeuer kannst du bauen. Unterstände kann man dann halt bauen. Ja, alles Mögliche. Also, das siehst du nachher alles auch. Das musst du ja eh noch ein bisschen bauen. Also, das kriegen wir schon hin.
Gut. Boah, wer stöhnt mir denn ab? Bist du das? Der stöhnt mir hier ja, voll ins Ohr. Ja, der stöhnt hier so rum. Oh Gott, hier ist noch Essen drin, das brauchen wir, ne? Ja, kannst du mitnehmen, klar, auf jeden Fall. Ich bin satt. Unten rechts siehst du ja deine Magenanzeige, deine Wasseranzeige, sowie das rote ist die Gesundheitsanzeige und rechts ist deine Ausdaueranzeige. Oh Gott. So, ich nehme mal hier Getränkedosen mit. Ja, die sind gut. Die oder so, trinke ich die denn sofort oder nehme ich die mit? Die packst du dir im Rucksack. Okay, gut. Dann ist das vorteilhaft. Huch, was ist denn das? Jetzt ist mir gerade was entgegengeflogen. Ja gut, Essen bin ich voll. Es wäre ja jetzt doof, wenn ich die jetzt nehmen würde, das Essen. Ja, das solltest du dann. Aber kannst du auch trotzdem essen. Also das kommt immer wieder dahin. Ach so, gut, so. Ja, irgendwann ist es wieder da. Ich bin voll. Super. Ih, da ist eine Spinne. Oh mein Gott. Die sind so Grasbüschel, siehst du ja. Die kannst du auch kaputt machen. Dadurch kriegst du Gras, weil das brauchst du zum Anfeuern. Ach. Für unser Lagerfeuer. Warum will er denn jedes Mal, wenn ich einen Stein hochhebe, will er, dass ich den werfe? Das sind dann kleine Steine. Aha. Genau, und? Die kleinen Steine, die kannst du halt werfen. Die sind im Prinzip nutzlos. Also, ja gut, du kannst die Einwohner damit halt verletzen, aber nicht sehr doll. So, lass uns mal abzwitschern hier und wir gucken mal, dass wir hier irgendwie einen See finden. Ich folge dir. Genau, einfach, du siehst ja den Namen. Huch, oder kann man das hier alles essen? Wo bist denn du? Ach da. Das sind, was sind denn das für Bären? Ich sehe gar nicht, welche Farbe die haben. Rot. Nee, schwarz. Nicht. Die sind schwarz, nee. Schwarz. Blaue kannst du essen. Blaue, okay, so, ich folge dir. Ja, falls das hier jetzt ein bisschen ruckeln sollte. Da läuft sind, was. Da sind Einwohner. Oh mein Gott. Das tut mir natürlich leid. Du darfst als erstes. Oh Gott, die sind, oh Gott. Ja, und gerade im Kampf ist das immer, da ruckelt das auch immer irgendwie scheiße, aber es geht. So. Du bist weg. Eiskalt, ey. Wo ist er denn, der andere? Der ist abgehauen. Greifen die uns nicht alle an? Na doch, die werden uns angreifen, ganz klar. Guck mal, da ist ein Bambi. Bambi. Siehst du, hinter dir? Hinter mir? Ja, ich hatte da hinten auch noch eins gesehen. Ach, wie geil. Da ist noch so ein... Das ist mir so suspekt, dass der da hinten so rumlungert. Ja, ich mach den mal weg hier. Guck mal, Mann der Tat, ey, beschützt die Frau. Wunderbar. Sowieso. Ach du Scheiße. So. Ist der tot? Ja. Die holen wir uns gleich, wenn wir das Lagerfeuer gemacht haben, weil die verbrennen wir. Sonst kommen nämlich mehrere Kannibalen. Guck mal, hier ist Wasser. Was? Und da ist ein Bambi drin. Warum rennt denn da ein Bambi drin? Na sowas. Hier bauen wir unser Lager jetzt auf. Okay. Weil das Wasser brauchen wir. Wir müssen hier ordentlich trinken. Am besten, pass auf, ich baue erstmal ein Lagerfeuer. Sag mir, was ich tun soll. Ich mach das dann. Ja, guck mal, ich habe hier Lagerfeuerplatz. Siehst du den? Ja, ich sehe. Ja, da kannst du jetzt Steine reinhauen. Alles mit E. Also, na gut, bei dir, du machst ja mit Controller. Mit A. Huch, ja. Okay. Genau, siehst du? Also, jetzt zünd ich das mal an hier. Mhm. Und jetzt holen wir uns die beiden Leichen da und hauen die da rauf. Okay, wo waren die nochmal? Ja, ich suche die auch gerade. wo waren die denn? Ne, so weit oben war das doch gar nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Oder war das doch so weit hier oben? Können die verschwinden, die vielleicht auch? Nee, die bleiben liegen. Und versuch so viel wie möglich Gras auch mitzunehmen. Das brauchst du nämlich echt viel davon. Okay. Oder Stöcker halt, ne? Immer so alles nebenbei mitnehmen, bis du voll bist. Also hau dir ruhig alles immer voll. Du merkst das daran, wenn du voll bist, dass der die Steine fallen lässt oder die Stöcker. Okay. So, die Sachen, also wegen dem Gras, ich muss hier einfach nur rumlaufen und das kaputt machen, ne? Na, also du musst runtersteigen, die müssen weggehen, ne? Die dürfen nicht mehr zu sehen sein danach. Also im Prinzip entfernst du die. Ah, okay, gut. Gut. Ja, aber wo sind die denn jetzt hin hier? Ja, ich muss ganz ehrlich, ich finde die auch... Ah, ich hab da was... Was ist das Hast denn? Du? Nee, das ist nur ein Blatt. Nein. Das ist ja ein Ding jetzt hier, ne? Ja, shit happens, ist halt so. Oh, Bambi.
Ja. Brauchen wir das? Müssen wir das essen? Ja, wenn du es kriegst, kannst du es natürlich gleich mitnehmen, weil es gibt gut Fleisch, ne? Ich bin dabei. Aber ich glaube nicht, dass du es kriegen wirst. Ich renne da nicht so weit hinterher. Da ist noch eins. Ja, ich bin erstmal hinter dir. Oh Mann. Ja, das ist schwer. Du kannst nachher auch noch einen Pfeil und Bogen herstellen. Dann ist das natürlich einfacher. Ah, Bogenschießen, super, das kann ich. Genau. Okay, jetzt habe ich dich aber vor. Ach, da bist du Gott sei Dank. Ja, ich bin dir hinterhergelaufen. So, dann Da lass uns mal eine Unterkunft bauen hier schnell. ist jemand auf den Baum geklettert. Oh Ja, das Gott. passiert. Oh Gott, 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 oh Gott. Wo ist er jetzt hin? Ja, da. Da ist er. Wir können uns aber gegenseitig nicht treffen, oder? Nee, geht nicht. Hast du mich jetzt. Du hast mich gehauen, boah. Nein, habe ich nicht, Doch, um hast Gottes du Willen. gerade. So, jetzt hau ich den da rauf. Das gibt dann gleich Knochen. Aus den Knochen kannst du nachher einen Schutz bauen. Also so ein Aha. Panzer. Hier läuft aber noch eine Tante rum. Echt? Ja, da hinten irgendwo. Okay. Ja, ich mach mal schnell erstmal hier. Was bauen wir denn? Was bauen wir denn? Oh, shit, 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 shit. Bei mir ist trinken. Ich muss trinken. Wie trinke ich denn jetzt einfach? Ja. Also da wir noch keinen Topf haben, musst du jetzt leider dir ein bisschen Gesundheit entnehmen. Und zwar gehst du hier einfach ran und drückst halt eh, also oder ne, je nachdem, was du Aber ich damals habe noch gemacht eine hast. Cola-Dose. Kann ich die nicht Ach trinken? so, die kannst du auch trinken, ja. Wenn du noch die hast, dann kannst du die erstmal trinken. Super. Trink. So. Aber Cool. falls du da nichts mehr hast, kannst du halt hier am See und so trinken. Das wird aber ein bisschen Gesundheit kosten, weil es halt nicht abgekochtes Wasser ist. Ja, gut, Aber verständlich. wir suchen nachher den Topf und dann können wir es abkochen hier auf unsere Feuerstelle. So, Okay. ich baue mal ganz schnell am besten ja auf dem Baum irgendwas, ne? Das wäre, glaube ich, sicherer. Oh, wir haben jetzt Knochen. Die kann ich einsammeln? Genau, die kannst du jetzt einsammeln. Und da ist So, da. Fleisch? Da liegt ein Tier. Da liegt ein Ich habe Tier. gerade ein Tier getötet. Ja, das ist gut. Das kannst du dann auch raufhauen, wenn du möchtest. Oh Das ist Gott. halt Essen, ne? Aha. Verbrennt das denn auch, wenn man das nicht sofort nimmt? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe es noch nie so ausprobiert. Und was ist das, wenn da Blätter angezeigt werden? Das ist zum Anfeuern. Guck, ich feuer das jetzt an. Siehst du? Och, der Vogel. Och, mein Gott, ist das Vogel. süß. Ja. Oh. Und in die Richtung, wo er halt fallen sollte. Und dann, wenn der Baum fällt, in der Richtung auch schieben. Also ich nehme jetzt hier den hier und ne, fäll den ganz normal mit meiner Axt. Ich Und muss meine Axt wiederholen. Also mit der. Ich spiele ja auf Controller, ne? Und das ist irgendwie ein bisschen umständlich. Also. naja, gut, Aber das wenn ich ist jetzt klar. mit Tastatur spielen müsste, müsste ich alles umbauen. Ach so, du bist Ja. da, genau, so. Kann ich auch einen Baum fällen, Ja, oder? na klar, natürlich. Okay, gut. Ich nehme den hier. Ja. Einfach dagegen hauen. Ja, genau, mit der Axt. Das merkst du ja, dann siehst du ja dann auch, ne, dass der Okay. dort halt gefällt wird. So, und wenn du denn die Baumstämme hast, du kannst zwei Stück mitnehmen. Die kannst du dann direkt hier zu unserem Hochhaus dahin, hier, unser Baumhaus. Okay. Und, kriegst hin? Ja, ne? Ich denke, oh. Genau, jetzt fällt er. Und jetzt kannst du auch ein bisschen rangehen und den schieben in der Richtung, die du den Fallen haben, also wo der hinfallen soll. Ah, Aber das war super. schon ganz gut so, also da ist der schon So, gut ich an aufgehoben. zwei kann ich tragen. Genau, zwei Stück kannst du, mehr geht nicht. Okay. Und die trage ich jetzt zu dir. Gut. Mach das. Ja, einfach hier hin, ne? Das zeigt er dir an, dass hier Holz gebraucht Ah, wird. ja, genau. Genau. Oh, Ja, okay. und das müssen wir jetzt voll kriegen. Und am besten so schnell wie möglich, bevor es Nacht wird. Okay. Ich glaube mal, nachts kommen die Monster, ne? Naja, die Mutanten noch nicht. Die ist der erste Tag, also da wird nicht viel passieren, aber auch die Ureinwohner sind ja schon sehr stark. Und da wir noch keinen Schutz haben und uns noch gar nicht ausrüsten können, müssen wir halt ein bisschen zusehen, dass wir hier uns selber Schutz bauen, ne? Pass auf, wo die Mutanten. Bäume hinfallen, weil wenn du mich jetzt hier hinschießen würdest, den Baum, würde das alles kaputt gehen. Okay. Also gucken, ja, dass du irgendwie den da hinschieben tust, wo der hinfallen soll. Ja, Mutanten haben wir hier auch. Aber die sind noch nicht da, also die kommen wirklich erst echt spät. Außer man geht jetzt schon in die Höhle rein oder so. Würden die schon früher kommen?
Höhle. Ich höre nur noch irgendwie Bahnhof gerade. Höhle, ja, Monster, Mutanten, Kannibalen. Ja. Häuptlinge gibt's auch. So, schieben, 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 schieben. Och, hoffentlich fällt es nicht auf Bambi. Ja, wäre doch gut, dann hätten wir direkt erstmal Fleisch. Och, das hört sich so brutal an. Ich weiß, wenn es jetzt wirklich so wäre, würde man da nicht dran denken, aber oh, ich weiß nicht. Also, ja, ich weiß. Ich habe auch so Prinzipien, jetzt auch wirklich in echt, ich esse kein Hasen, kein Reh. Nee, esse ich auch nicht. Oder Pferd, also mein Hund kriegt das auch nicht. Also, da ist jetzt haben sie, da ist mir jetzt, ja, deswegen, jetzt haben sie jetzt gerade im Angebot im Tierladen irgendwie so Pferdekau-Snacks. Boah, ich finde das so, ich finde das nicht schön. Obwohl sie immer alle sagen, ja, ist ja sehr gesund, das Fleisch, weil das Tier ja das gesundeste, das Pferd ja das gesundeste Tier ist, aber ich weiß nicht, also das muss ich nicht essen. Nee, muss ich auch nicht haben. Absolut nicht. Ich finde das auch immer, komisch, ich meine, ich verteufel das bis zum geht nicht mehr jetzt in China, wo sie jetzt halt da essen sie ja auch Hunde und Katzen, ne? Ja, ja. Genau. Aber ich meine, im Prinzip finde ich es nicht schlimm, dass sie Hunde und Katzen essen, weil die sehen das ja da genauso so an, wie wir jetzt hier Schwein und Kuh. Ja, genau. So, wir sehen das halt nur anders, weil wir ja mit diesen Tieren zusammenleben. Ich finde nur die Art und Weise, wie sie die, da kommen kann, wie sie die Hunde töten, finde ich nur grausam. Ich nehme mir ein. Mach das. Komm her, du. Komm her, da. Komm her. Der haut ab. So. Das hört sich voll grausam an, ey. Oh Gott, es ist noch nicht. Och, Bambi. Der ist schon mal weg. Zack. Oh. Direkt wieder verbrennen hier. So, wo war denn jetzt mein Baumstamm hin? Weg ist er. Aber hier liegen gut Stöcker und Steine, das ist gut. Da haben wir eigentlich echt ein gutes Plätzchen. Meinst du, wir werden denn die Nacht überleben? Ja, doch, doch. Guck mal, das Baumhaus, das kriegen wir gleich fertig. Ich denke, ach Gott, ein Seil brauchen wir noch, ne? Die macht man wahrscheinlich aus irgendwelchen... Nee, die liegen hier rum. Also, ja, das heißt, die liegen hier rum. Die sind hier so ein bisschen verteilt. So. Da müssen wir gleich mal schnell irgendwie, oder... Ja, ich guck mal, wie ich das mache hier. Ich muss mir erstmal orientieren, wo ich hier bin. So, das ist fertig. Oh, oh, oh. Wo? Ach, hier oben, hier hinten ist der Haut ab. Hast du? Du hast es schon, ne? Gut. Ja, ja, ich bin schon bei ihm. Aber er will noch nicht so richtig hier. Wo kriegen wir denn so kleine Holzdinger her? Die kriegen wir bestimmt hiervon, ne? Die kleinen Sticks, die liegen auch auf dem Fußboden rum. Oder halt diese kleinen Sträucher abhacken. Gut. So, zack. Achso, Baumstämme sind voll, ja? Okay. Genau, habe ich gerade letzte voll gemacht. Ich sammle gerade die kleinen. Ja, 4 Stück brauchen wir noch von den Sticks. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil. Ja. Ganz genau. Und jetzt ist es dunkel, ey. Oh nein. Wie kriegen wir das jetzt? Ja, das müssen wir suchen. Oh Gott. Aber ich weiß nicht wo. Also, am besten, wir machen erstmal hier eine Fahne hin, damit wir hier wieder hinwerfen. Ich mach mal ganz schnell hier. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Du willst jetzt da raus? Im Dunkeln? Ja. Ja, du kannst auch hier bleiben. Nein. Ich komm mit. Das hier. Das ist die erste Regel, weil zum Beispiel bei so Horrorfilmen sich nie trennen. Ja, das stimmt allerdings. Ein paar Sticks hier noch. Zack, zack, zack. So, gut, jetzt finden wir hier wieder her. Wir müssen einfach bloß der Fahne im Prinzip folgen. Okay. Gut, wo bist du denn? Ich bin hier. Okay, dann folg mir jetzt einfach mal. Ich versuche mal irgendwie hier mich zu orientieren, dass wir irgendwie schnell ein Seil finden. Boah, das ist schweinedunkel gerade hier. Ja, bei mir auch. Ich guck mal, ob ich eine Fackel bauen kann. Ja, guck mal, ich kann eine bauen. Dann mache ich das mal schnell mit der Fackel hier. Dann haben wir ein bisschen Licht.
Zieht das jetzt nicht die Dingerns an? Ja, ein bisschen, ne? Also. Oh, hier sind Waschbären. Aber sonst sehen wir hier nichts. Das ist natürlich dann auch doof, ne? Und irgendwie müssen wir uns ja hier orientieren. Ich werde hier garantiert keine Pilze essen, ey. Nee, solltest du nicht. Okay, hier ist Wasser. Aber wo sind wir hier? Also noch habe ich echt keinen Plan, wo wir hier sind. Boah, hörst du sie? Nein. Nee? Ja, sei froh. Das hört Gott, sich so du furchtbar an. machst mir Mut, ey. Das hört sich echt furchtbar an. Warte mal ab, wenn nachher dieser Weißkopf kommt, ey, der bölkt rum. Oh, Alter. Da denkt man auch, oh Gott, wo sind wir hier? Ach, jetzt sind wir hier wieder am Flugzeug, ne? Ja. Kann man sich nicht da jetzt erstmal die Nacht über drinne verstecken? Ja, das machen wir jetzt auch erstmal. Und dann später, wenn es wieder Tag ist, rausgehen? Ja, das machen wir jetzt mal. Okay. Ich folge dir. So, So, mach mal von hier da rein. können die überall nicht rein. Die können ja nur von da kommen. Jojo. So, Fackel habe ich jetzt ausgemacht erstmal. Doofe ist nur, wir können hier nicht speichern, nix, ne? Oder kann man hier irgendwie speichern? Nee. Dann müssen wir kämpfen. Ja, die kommen hier, glaube ich, auch gar nicht rein. Also, eigentlich dürften die nicht reinkommen. Ja, ducken kannst du dich auch, ne? Ich weiß auch nicht, ey, wo wir hier sind. Du landest ja, also der Flugzeugabsturz, der ist immer woanders. Ja gut, das Der machst du ist. aber sammle Seil. Ach so, da steht da. Ich dachte gerade, ich hätte ein Seil gesammelt. Ja. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Das ist echt doof. Aber ich sollte mal was essen. Oh. Ist hier noch irgendwas hier am Rumflattern? Hurala. Ach, Nee. jetzt habe ich schon wieder einen Stein aufgehoben. Wir könnten ja mal. Es gibt so eine Notunterkunft hier, Huch, temporary. was habe ich denn da jetzt? Ein Walkie-Talkie. Oder was? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt höre ich dich doppelt. Das Was ist, hast du wenn da man gebaut? ja so ein kleines Zelt im Prinzip, Aha. Ich glaube, ich habe auch noch was. dass wir da speichern können. Brauchen noch ein paar Sticks, ne? Also wenn wir nämlich speichern, ist es wieder Tag. Oh, wir haben Habe es ich mich geschafft. erschrocken, ey. Ach so, Entschuldigung. Speichern auf A, ne? Also ich. Ja. So, ich habe gespeichert. Du auch? Ja, ich bin dabei. So, ich habe gespeichert. So, speichern ist wichtig, schlafen nicht, ne? Oder? Doch, schlafen auch, um Gottes Willen. Wir müssen schlafen, okay. Gute Ja. Nacht. Gute Nacht. So, das Ding Können ist die uns kaputt. denn in der Nacht angreifen? Also. Nee, wenn wir schlafen, nicht. Okay. So, gut. Dann. Ja, komm, wir lassen uns mal. Ich gehe mal hier hoch. Ach so, hier sind überall noch Koffer, ne? Die kannst du alle öffnen. Oh, jo. Es gibt halt immer so ein bisschen, ne? Da kriegst du auch Schokolade. Und solche Sachen. Okay, Steine habe ich definitiv voll. So. Wo sind wir denn hier? Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind. Ja, ich weiß, wo wir sind. Schön. Da unten sind noch Koffer. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. So. Puh. Die können wir jetzt hier auch noch öffnen. Und wenn wir jetzt hier gleich weiter hochgehen, Wo hab ich mich? Mein Gott, ey. was ist los? Och, ein Leguan oder keine Ahnung, was Ach das so, der kann. Lurch. Ein Oder ein Lurch. Lurch, ja. Och, Ja. hab Gott. So. Ah. Oh Gott, ich habe Feuer angemacht. Nehme ich das wieder aus? Okay. Ja, so ein Tennisball kannst du auch im Dings finden, im Koffer, aber den brauchst du nicht.
Das ist eigentlich schwachsinnig. Auch wenn ich jetzt noch einmal einen Stein aufsammle, ne? So. Ich habe Hunger und Durst. Echt, ja? Durst kann ich aber regeln. Ich habe eine Dose. Ja, ich habe auch Durst. Rostfleisch habe ich. Nee, das um Gottes Willen. Das muss das braten. Kann ich dir denn trinken oder so nicht abgeben? Ich habe trinken. Achso. Ich habe. Aber ich glaube, das kannst du nicht abgeben. Weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube nicht. So, wir müssen hier lang. Weil hier irgendwo muss jetzt so ein kleines Lager sein. Bin ich alles täuscht? Hier ist das Wasser. Aber wo ist das Lager? Hier ist das Lager. Guck mal, hier gibt es einen Topf. Ah. Hast du ihn? Ja, hab ich. Gut, den brauchen wir. So, dann lass uns mal hier lang gehen. Jetzt holen wir schnell Seil. Ich folge dir. Und dann flitzen wir wieder zurück. Oder wollen wir hier unser Camplager aufbauen? Jetzt haben wir da hinten doch gebaut, oder? Ja, ne, würde ich auch sagen. Dann lassen wir es da auch, ne? Oh mein Gott, Strand. Ja. Obwohl, ist der Strand nicht sicherer? Ich meine, weil dann können wir ja nur von einer Seite theoretisch angegriffen werden. Also nur von vorne, ja, ne? Also im Prinzip ja, das stimmt schon. Weil vom Wasser können sie ja nicht kommen. Ach du meine Güte. Oh. Armes Tier. Ja, dann bauen wir vielleicht doch hier weiter irgendwie. Ich meine, wir haben ja jetzt noch nicht so viel gebaut. Hier ist schon mal jemand gestorben? Hier ist jemand. Ach so, da vorne, ja. Hm. Ja, das sind so Bilder, da kannst du gleich mal gucken, wenn du möchtest. Mhm. Ja. Okay. Auf dem Boot gehen wir jetzt. Okay. Okay. Guck mal, hier sind Schildkröten. Kann man die essen? Tut mir leid, aber... Oh Gott. Die nehmen wir jetzt mit. Vor allem auch der Panzer, weil mit dem Panzer können wir eine Schale für Wasser bauen. Also für Regenwasser. Aha, was man nicht alles. Oh. Es tut mir leid, Schildi. Du Mörder. Ja, es ist so schrecklich. Warum geht die denn jetzt nicht tot hier? Die lebt ja immer noch. Jetzt, glaube ich. Oh, das sieht so brutal aus, ne? Ja, leider. Okay. So, dann lass uns mal einmal zum Boot schwimmen. Die auch noch? Nö, wir haben jetzt. Du hast, glaube ich, einen. Ach komm, komm. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, dann nimm mit. Aber du kannst nur einen Panzer tragen. Okay, gut. Aber Fleisch. Fleisch geht, ja, ja. Oh. So, wo? Oh Gott, du bist schon weg. Ja, einfach rüberschwimmen. Gucken, dass ich die Haie nicht fressen. Was? Hier gibt's Haie jetzt. Ach ja, die. Ich dachte, die wären schon alle. Oh Gott, ich ertrinke gerade. Können wir nicht einfach auf dem Boot bleiben? Ja, hier kann man wirklich bleiben. Hier kann man sogar speichern und schlafen. Okay. So, ich bin da. Ja? Hier oben sind Seile. Da hängt eins. Und die einfach abschneiden, ne? Und einfach nehmen. Ne, hier, guck mal, hier hängen die. Echt? Siehst du da keins? Doch, habe ich jetzt. Doch, ist ja gut. Ich dachte, das wäre jetzt halt, ne, abschneiden und dann fertig.